Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich einen weiteren Trading-Tipp für euch am Start. Und falls ihr mehr Trading-Tipps sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, ich habe da wirklich noch ein paar auf Lager. Und heute haben wir eine Methode am Start, da könnt ihr eure Coins sowas von vervielfachen. Und zwar habe ich all diese Karten, ja, so für, ich würde mal sagen, für 200 bis 500 Münzen geholt. Natürlich, jetzt so einen habe ich nicht für 500 Münzen geholt, sondern so eine Karte natürlich nur für 200 Münzen. Aber diesen Stefaniak zum Beispiel habe ich zweimal für 500 Münzen und auch ein paar Mal für ein bisschen weniger bekommen. Den habe ich nämlich auch ein paar Mal noch auf der Transferliste. Zum Beispiel hier war er einmal, hier ist er einmal. Und da habe ich einfach so viele Coins gemacht. Das ist während dem Stream gewesen. Diese beiden Karten habe ich während dem Stream richtig, richtig gut verkauft. Und das ist einfach nur absolut krank, wie viel Coins ihr mit Non-Rare-Silberkarten machen könnt. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Und zwar sucht ihr auf dem Transfermarkt natürlich nach Silberspielern, gebt dann hier so circa 600 ein und beim Minimum-Sofortkaufpreis müsst ihr ein bisschen hochgehen, sodass da sozusagen Spieler kommen, auf die vielleicht geboten wird, die aber ein bisschen mehr wert sind. Also da schauen wir jetzt einfach mal hinein und wir schauen vor allem auf die Karten, auf die schon ein Gebot ist. Ja, die packe ich dann immer auf die Kandidatenliste und dann gehe ich hier ein bisschen durch. Dann haben wir gesehen, okay, 500 Münzen, das wäre jetzt kein krasser Deal. Der für 250 Münzen, der ist schon ein bisschen mehr wert, 1000 Münzen circa. Ja, 1000 Münzen kostet der gute Mann, das heißt, da können wir auf jeden Fall 300 Münzen drauf bieten, auch 350 Münzen. Und da geht ihr einfach immer wieder weiter und schaut da, ob ihr irgendwie coole Karten findet, ob ihr Karten findet, mit denen ihr gut Gewinn machen könnt. Und wenn ihr dann eben sozusagen so Gebote findet, wie gesagt, auf die Transferliste packen und dann einfach mal bei Preisvergleich circa so schauen, was der Spieler kosten könnte. Und der ist auch so circa 1000 Münzen wert, da können wir schon mal 200 Münzen drauf bieten. Das macht ihr mit ganz vielen Spielern und dann könnt ihr halt richtig Gewinn rausholen. Also das ist jetzt so die eine Methode, wie ihr mit Silber Non-Rare-Karten gut Gewinn machen könnt, indem ihr einfach hier auf die Spieler bietet. In den ersten Sekunden und versucht da immer einen Spieler zu bekommen, der mehr wert ist. Und ja, wenige Leute bieten auf diese Karten, deswegen funktioniert das halt auch so gut. Aber es gibt auch noch die Methode, dass ihr allgemein auf Spieler schaut, die allgemein mehr wert sind. Also zum Beispiel jetzt angenommen, der Boyd kostet 5000 Münzen. Dann packt ihr euch auf, den auf die Kandidatenliste und bietet auf alle Karten, die eben möglich sind. Ja, dann bietet ihr hier wirklich auf alle 150 Münzen und dann macht ihr sozusagen ein Massenbieten auf einen Spieler. Ja, jetzt nicht immer nur einmal bieten auf einen Spieler, sondern zehnmal bieten auf einen Spieler. Ich werde euch das jetzt versuchen, an einem Beispiel besser zu erklären. So, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Beispiel gefunden. Und zwar habe ich einen Innenverteidiger, einen Brasilianer gefunden, der einfach mal 2600 Münzen kostet. Den habe ich mir auf die Kandidatenliste gepackt und da gehen wir jetzt auch direkt mal hin und da haben wir ihn auch schon. Also, Lukao heißt der gute Mann und wir gehen jetzt auf den Preisvergleich und bieten nicht auf den ersten Spieler, der da gerade war, sondern bieten einfach auf die dahinter einfach mal so, ja, 500 Münzen, 550, 350. Also auf alle Karten, auf die wir hier bieten können, bieten wir auch. Und ich kann euch versprechen, ihr werdet da den einen oder anderen bekommen. Und wenn ihr dann halt einen bekommt, dann macht ihr da absolut krassen Gewinn. Wir schauen nochmal kurz nach, was der jetzt eben, wie gesagt, genau wert ist. 3000 Münzen, 2600. Ja, für 2600 könnt ihr ihn mindestens verkaufen. Diese Spieler gehen dann auch oft noch für viel, viel mehr weg. Und ja, wie gesagt, einfach so ein Mass-Bidding heißt das, also Massenbieten auf eine Karte. Das habe ich eben bei Stefaniak auch so gemacht. Da habe ich, glaube ich, dann von 10 Karten 6 Stück bekommen und das war schon ziemlich ordentlich. Also biete ich hier einfach auf die ganzen Karten und da muss man halt dann hoffen, dass man da den einen oder anderen bekommt. Aber das ist eben auch die zweite Taktik sozusagen, dass ihr euch auf einen Spieler festlegt und dann den immer wieder neu nachschaut und immer wieder neu auf diese Karte bietet. Das heißt, in einer Stunde oder so schaut ihr nochmal rein und bietet wieder auf die ganzen Karten, bis ihr halt ein paar Stück gefunden habt, bis ihr ein paar Stück bekommen habt und dann habt ihr im Endeffekt einen richtig, richtig geilen Gewinn gemacht. Und wenn ihr natürlich auf Spieler bietet, solltet ihr auch immer auf die Kandidatenliste gehen und dort eben schauen, ob ihr die Spieler bekommen habt und halt noch ein bisschen mitbieten. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, deswegen habe ich auch eigentlich keine Karte bekommen, aber ich werde jetzt versuchen, den ein oder anderen Spieler noch zu bekommen. Oh, da ist gerade einer für 300 Münzen drinnen und den haben wir leider nicht bekommen. Das kann euch auch immer wieder passieren, dass ihr, wenn ihr einfach mal nachschaut beim Preisvergleich, dass ihr da dann direkt einen günstigen bekommt. Und ja, wir müssen hier natürlich schauen, dass wir nicht überboten werden. Das ist ganz wichtig. Hier haben wir dann schon 5 Karten bekommen und auf diese ganzen anderen Karten müsst ihr halt dann immer wieder drauf bieten, sodass ihr da im Endeffekt nie überboten werdet. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier diese 5 Karten anbieten und wir gehen dann immer auf den Preisvergleich und schauen, was die Spieler im Endeffekt
Endeffekt wert sind, den habe ich blind erboten. Das heißt, ich habe geschaut, ist auf dem ein Gebot drauf, und dann habe ich mir gedacht, komm, ich biete einfach mal 350 Münzen drauf. Und wir sehen hier, das ist auf jeden Fall nicht so dumm gewesen. Wir haben hier einen Gewinn von ca. 350 Münzen, wenn man die EA-Gebühren noch nicht abzieht. Dann haben wir hier Coronado bekommen, den habe ich auch blind erboten. Das heißt, ich bin vorher nicht auf den Preisvergleich gegangen. Das solltet ihr natürlich eigentlich bei jedem Spieler machen, aber ihr macht hier trotzdem Gewinne. Also ihr bekommt die Karten trotzdem ganz gut weg. Der hier für 350 Münzen ist 1600 wert. 1600. Scheint ganz viel wert zu sein. 1300, jawohl, den bieten wir auf jeden Fall an hier für 1200 Münzen. Da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viele Coins gemacht mit dem einen Spieler. Dann haben wir noch den Bamba für 200 Münzen geholt. Der ist so circa, ja, ich würde sagen 500 Münzen wert. Also ihr bekommt wirklich jede Non-Rare-Karte auch für 500 Münzen weg. Denn die Leute schauen da nicht so genau drauf und die denken sich, komm, 500 Münzen ist mir jetzt egal. Den nehme ich einfach mal mit. Der hier circa 600 Münzen. Da müsst ihr halt so ein bisschen ein Gefühl entwickeln, wie viele Spieler dann im Endeffekt wert sind. Und wir haben einen Lucao bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Für 1400, das ist natürlich schon ziemlich viel. Ich würde euch raten, nie über 2000 Münzen zu gehen bei einem Non-Rare-Spieler. Wir schauen jetzt einfach mal genau, was der Wert ist. Ich glaube, er ist ca. 3000 Münzen wert und das bestätigt sich auch. Den hier bekommen wir eben nicht. Das kann ich euch nochmal zeigen. Das ist ein kleiner Anzeigefehler, aber 1900 ist hier der günstigste, aber der nächste liegt bei 3000. Das heißt, wir machen 2800 und so, dass die Leute ein bisschen drauf bieten könnten, und der wird sicher weggehen. Das war bei Stefania genau das gleiche. Der war auch nur so 3000 Münzen wert, ich habe ihn aber für mehr reingestellt und der ist trotzdem weggegangen, das zeige ich euch jetzt nochmal. Und ja, der ist eben auch wirklich für mehr weggegangen. Der ist zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn reingestellt habe, bei 3000 Münzen gelegen. Nur über die Nacht oder so sind die dann teilweise noch mehr wert, weil halt keiner diese Spieler reinstellt, weil die halt wirklich selten auf dem Transfermarkt verfügbar sind. Und ja, Freunde, das ist an sich auch schon die Trading-Methode. Falls sie euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen habt zu diesem Trading-Tipp, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Checkt auf jeden Fall gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Und dann bedanke ich mich recht herzlich, ja, für euren Support in letzter Zeit. Es ist einfach nur unfassbar, wie es gerade abgeht. Also vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Und dann bin ich raus. Habt immer High Hopes und ciao.